Unternehmer und Unternehmerin geht es also eigentlich nie um eine Abschaffung der Staatstätigkeit, sondern um eine Umorientierung der Staatsaktivitäten. Entgegen also allen propagandistischen Verlautbarungen wollen sie eben nicht die Aufgabe der Staatsintervention, sondern lediglich, wie Franz Schande das mal treffend formuliert hat, einen anders gearteten Dirigismus. Einerseits muss der Staat permanent in das Marktgeschehen eingreifen. Andererseits kann der Staat den Markt aber niemals aufheben, da die kapitalistisch organisierte Wirtschaft ja gerade seine materielle Grundlage liefert. Die materielle Grundlage der Politik ist der Erfolg des unter der Obhut eines Staates produzierenden Kapitals. Der Staat hat gerade diese Grundlagen zur erfolgreichen Kapitalakkumulation zu garantieren und womöglich zu verbessern. Durch die Besteuerung des produzierten Mehrwerts und der Löhne eignet sich der Staat dann seine materielle Grundlage an und erhält so überhaupt die Möglichkeit zur Politik. Das ja durchaus strukturelle Problem für sowas, was man unter emanzipative Politik firmiert, besteht eben darin, dass der Staat, sobald seine politischen Maßnahmen eine Quantität und Qualität annehmen, dass sie tatsächlich als Beitrag zu einer Emanzipation verstanden werden könnten und eben nicht mehr so nur eine andere Verteilung des Elends bedeuten, sich dann, also dass der Staat sich dann tendenziell selbst seine materielle Basis entzieht. Durch sowas wie emanzipative Politik würden eben die Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation in der Regel eingeschränkt. Das heißt, die Masse des Mehrwerts sinkt. Und Politiker und Politikerinnen oder Wirtschaftsführer und Führerinnen behalten unabhängig von allem natürlich vorhandenen ideologischen und strategischen Brimborium Recht, wenn sie meinen, wo nichts ist, kann auch nichts verteilt werden. Das heißt, die Durchführbarkeit sämtlicher sozialstaatlicher Maßnahmen ist ganz grundsätzlich daran gebunden, dass der Verwertungsprozess des Kapitals als solcher auf Dauer nicht ernsthaft gestört wird. Bis zur Krise des sogenannten keynesianischen Wohlfahrtsstaates wurde die Aufteilung nach Markt- und Staatsfunktionen ja weitgehend akzeptiert. Also selbst ultraliberale Marktfanatiker und Fanatikerinnen wussten die ordnende Rolle des Staates ja trotz aller antietatistischen Rhetorik durchaus zu würdigen. Mit den zunehmenden Krisenerscheinungen des kapitalistischen Weltsystems, so seit Ende der 70er Jahre, gerät diese klassische wohlfahrtsstaatliche Regulierung nun zusehends unter Druck. Von neoliberalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und von liberal-konservativen Politikern und Politikerinnen wird seitdem eine verstärkte Kampagne gegen sozial- und wohlfahrtsstaatliche Regulierung geführt, die dann häufig, man kennt das, von sozialdemokratischen Regierungen in reale Politik des Sozialabbaus umgesetzt wird. Die Angriffe von Alt- oder Neoliberalen oder auch von Sozialdemokraten, neuerdings natürlich auch von Grünen, gegen den Sozialstaat, die hat es in der einen oder anderen Form natürlich schon immer gegeben. Sie allein erklären also nicht, warum sich solche neoliberalen Konzepte, die übrigens nicht mit einer einfachen Wiederbelebung des frühbürgerlichen Liberalismus zu verwechseln sind, ich verwende aber trotzdem jetzt mal dieses Wort, gerade in den 80er Jahren und noch verstärkt in den 90er Jahren fast weltweit durchsetzen konnten. Das Erringen einer Vormachtstellung neoliberaler Vorstellungen in der Gesellschaft geht ja einher mit jenen Phänomenen, die eben unter dem Begriff der Globalisierung versucht werden, zusammenzufassen. Wie bei der Internationalisierung des Kapitals
denke ich, ist auch bei der zunehmenden Deregulierung davon auszugehen, dass die Gründe dafür natürlich sowohl in politischen Strategien als aber eben auch, und das scheint mir doch häufig ziemlich zu kurz zu kommen, in ökonomischen Zwangsläufigkeiten zu suchen sind. Globalisierung, verstanden als eine Internationalisierung des Kapitalverhältnisses und eine weitgehende Triadisierung der Kapitalmasse, also eine weitgehende Fixierung des realen Kapitals auf die drei großen industrialisierten Wirtschaftsblöcke. Globalisierung sowie neoliberale Gesellschaftsvorstellungen sind also einerseits durchaus sowas wie eine bewusste Strategie, also ein Projekt des meinetwegen Klassenkampfs von oben, eine berechnende Kapitalstrategie zur Lösung der Krise des Fordismus, also der Krise des nach 1945 vorherrschenden Regulationsmodells. Ich denke aber, dass wenn man sich darauf kaprizieren würde und das immer nur als so eine bewusste Strategie ansehen würde, dass man damit natürlich die Zwangsläufigkeit in der gegenwärtigen Entwicklung, die sich eben aus den tatsächlichen Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals ergeben, dass man die damit völlig unterbelichtet oder einfach aus dem Blick verliert. Wenn sich das Kapital allgemein in der Krise befindet und die eben nicht nur konjunkturelle, sondern durchaus ja strukturelle Ausmaße annimmt, ist staatliche Politik durchaus unabhängig von den gesellschaftspolitischen Vorlieben ihrer Träger und Trägerinnen zu Maßnahmen gezwungen, wie sie seit einigen Jahren ja in fast allen Ländern in Form von verstärkter Deregulierung zu beobachten sind. Hat man da nur etwas auszusetzen, sollte man die prinzipielle Abhängigkeit der Gesellschaft von der Verwertung des Werts kritisieren und nicht deren mehr oder weniger zwangsläufige Folgen. Der Nationalstaat verschwindet im Rahmen der Globalisierung natürlich keineswegs. Er bleibt bestehen, ändert allerdings zum Teil ja durchaus beträchtlichem Ausmaß seine Erscheinungsform und auch seine Funktionsweise. Die historische Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutet ja durchaus eine Stärkung der nationalstaatlichen Kompetenzen. Heute hingegen führen sie in einigen Bereichen ja durchaus zur Schwächung von politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, die Staatsagenten und Agentinnen folgen zunehmend einer ökonomischen Logik. Die Politik zwar verschwindet natürlich keineswegs, aber sie wird einer ökonomischen Rationalität durchaus immer ähnlicher. Der Nationalstaat unterliegt zwar in einigen Bereichen einer Erosion, aber weder der Staat und schon gar nicht das Nationale verschwindet. Der Nationalstaat tritt also nicht von der Bühne ab, sondern er wird höchstens transformiert. Während also die nationalstaatliche Souveränität in einigen klassischen Bereichen nationalstaatliche Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich massiv untergraben wird, festigt sie sich doch gleichzeitig in anderen Bereichen. Während also, um ein beliebiges Beispiel zu nehmen, früher Arbeitsmarktpolitik oder so noch relativ autonom von den jeweiligen Nationalstaaten betrieben wurde, ist sie heute ja in der Praxis tatsächlich zunehmend abhängig von Politik, die in anderen Ländern verfolgt wird. Allgemein tendieren also, worauf so, wenn auch sehr stark reformistisch orientierte Leute wie Elmar Altvater oder Birgit Mahnkopf hingewiesen haben, allgemein tendieren die Nationalstaaten heute ja durchaus dazu, nicht mehr die Verteidigung des Staatsgebietes als eine ihrer vorrangigen Aufgaben zu betrachten, sondern viel eher die Verteidigung ihres nationalen Währungsraums, wobei das eine mit dem anderen ja so sehr wohl nach wie vor was zu tun hat.
Dadurch entsteht natürlich die Tendenz unter Nationalökonomie, nicht mehr die Wirtschaft innerhalb des umgrenzten Staatsgebiets zu begreifen, sondern eher jenen Währungsraum, den es zu schützen gilt. Hervorgerufen werden diese Veränderungen nun aber nicht durch den Markt oder die Ökonomie allein. Der Staat